Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer neuronalen Netze PyTorch Playlist, die wir hier jetzt gerade mit unserem Namenklassifikationsmodul hier laufen lassen. Und ja, wir wollen jetzt hier tatsächlich endlich mal anfangen mit Trainieren und dann wollen wir schauen, wie denn unser Netz eigentlich abschneidet. Und das machen wir jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir generieren uns hier irgendwelche Daten, mit denen wir auch wirklich lernen können. Das heißt, wir sagen for i in range sum. Jetzt, wie viele Schritte wollen wir denn jetzt machen? Vielleicht fangen wir bei 1 an und hören bei, keine Ahnung, viel auf oder sowas. Das sind jetzt die Anzahl an Wörtern oder an Namen, die wir hier zum Training reinstecken. Also unser Batch ist jetzt nicht 128 pro Mal, sondern wir haben jetzt hier wirklich pro Batch nur ein oder pro Trainingsdurchlauf nur einen einzigen Namen, der trainiert wird. Das heißt, der sollte auch dementsprechend hoch gewählt sein hier, weil wir ja schon einige Namen haben, auf denen wir trainieren können. Okay, jetzt wollen wir natürlich, hier bin ich eigentlich fertig. Jetzt wollen wir mit dem Training anfangen und zwar sagen wir jetzt, wir wollen ein random Training Example, also hier dieses getTrainData ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und zwar sagen wir jetzt hier lang, dann Name, dann langTensor und nameTensor, nameTensor ist gleich aus getTrainData. Einfach komplett da rausgelesen, haben wir hier alles so definiert, haben wir eigentlich schon alles gemacht. Super gut. Jetzt brauchen wir Output ist gleich train. Hier stecken wir natürlich was rein, naja, erstmal den langTensor. Und dann den nameTensor und automatisch wird das komplette Training gemacht. Wir bekommen ein Loss zurück. Wir bekommen eigentlich alles, was wir so haben wollen. Und mir fällt gerade auf, dass unser Loss hier vielleicht ein bisschen fehl am Platz ist. Wir geben das Loss lieber mal hier noch zurück und geben das erst hier unten aus. Das heißt, wir bekommen hier nicht nur Output zurück, sondern wir bekommen auch unser Loss zurück und können das dann hier unten ausgeben. Dann sagen wir, wir wollen natürlich das Durchschnittsloss berechnen und dann sagen wir dadurch eben loss.data von 0. Das heißt, wir bekommen hier einfach sozusagen unser Loss drauf addiert. Achso, ich soll das vielleicht, genau. Dadurch können wir jetzt hier sagen, wir wollen zum Beispiel immer das durchschnittliche Loss ausgeben. Und zwar zum Beispiel nur alle 1000 Schritte, das heißt bei jedem Prozent. Also wir haben jetzt 100.000 Schritte, das heißt jedes Prozent geben wir jetzt sozusagen unsere Daten aus. Also if i modulo 1000, dann wollen wir es ausgeben, gleich 0 logischerweise. Ups. Dann wollen wir es ausgeben, ansonsten überspringen wir die Ausgabe, weil wir einfach sonst nur überflutet werden würden mit Ausgaben. Und jetzt können wir hier zum Beispiel auch die Daten plotten. Das heißt, wir wollen zum Beispiel einen Plot erstellen, einen Graph erstellen, der uns anzeigt, was wir für einen Durchschnittsloss haben, jeweils in Prozent. Das heißt, wir haben am Ende 100 Werte und können damit einen wunderschönen Graphen benutzen. Deswegen gehe ich nochmal hier hoch zu den Imports. Import matplotlib.pyplot, SPLT, ist auch Konvention, das so abzukürzen. Und genau, das ist eigentlich alles, was ich hier brauche. Jetzt können wir hier sagen, wir wollen die Daten anhängen. Das heißt, das durchschnittliche Loss erstmal hier oben. Durchschnittliche Losses ist erstmal 0. Das heißt, wir wollen hier das Loss hier in diese Average-Dingens anhängen. Allerdings müssen wir es dazu natürlich noch mitteln. Das heißt, wir sagen hier average.append sum durch 1000. So, was haben wir jetzt damit gemacht? Wir haben quasi den Durchschnitt errechnet über 1000 verschiedene Wörter, die wir hier gemacht haben und das Loss sozusagen gemittelt. Und jetzt können wir hierher gehen und können sagen, wir wollen Sum natürlich wieder auf 0 setzen. Und am Ende, wenn wir komplett durch den Trainingsdurchlauf durch sind, dann erstellen wir uns den Plot. Das heißt, wir sagen hier plot.figure, genau. Und dann gehen wir hierher, plt.plot. Was wollen wir plotten? Naja, natürlich die Durchschnittslosses. So, und ja, jetzt können wir das Ganze hier erstmal ausführen und uns mal angucken, wie das trainiert. Oder ob es abschmiert und ich irgendwas übersehen habe gerade. Ja, habe ich gemacht.
Weil das natürlich nicht unterstützt wird, sollte ich eigentlich besser wissen. Manchmal mache ich trotzdem den Fehler und nehme an, dass es da ist. Und natürlich habe ich auch vergessen, hier Sum vorne dran zu definieren auf 0. So, und jetzt hängen wir hier einfach noch kurz ein Print ein, damit wir auch sehen, wie weit wir eigentlich sind, wie lange wir noch warten müssen. I durch 1000 gibt uns an, wie viel Prozent wir jetzt schon von unserem langen Weg geschafft haben. Das heißt, I durch 1000% dann. Einfach nur so, damit wir das jetzt haben. Und ja, jetzt können wir theoretisch, wenn ihr Lust habt, noch die Zeit messen, wie lange wir brauchen. Ich kann auch einfach meine Stoppuhr wieder mal benutzen und dieses Mal lasse ich es auch durchlaufen, denn ihr wollt ja hier den Plot am Ende sehen. Wunderbar. Okay, das heißt, ich starte das Ganze mal und wir warten einfach mal, beziehungsweise ich pausiere euch. Das wird nämlich wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich schaue mal ganz kurz, wie viel es für 1% braucht. Ich sehe gerade so, meine CPU-Auslastung ist auch ganz am Anschlag. Das heißt, es kann sein, dass ich ruckel. Und ja, wir sehen jetzt hier, oh, wow. Okay, ja, ich habe vergessen, mal 100 zu rechnen. Aber wir sehen, dass es auch ganz schön lange dauert. Ich mache mal ein bisschen kleiner hier. Also hier 100 mal, ich habe das jetzt mal abgebrochen, hier 100 mal 1 durch 1000, also im Endeffekt 1 durch 10. Und, Quatsch, ich will doch I durch 1000 rechnen. Aber trotzdem, das kommt auf selber raus. Und ich klaue mir jetzt hier einfach mal überall eine 0. Das heißt, ich hänge hier eine 0 ab, hier eine 0 ab und hier eine 0 ab. Sodass wir sozusagen einfach 10 mal so schnell sind, damit es einfach ein bisschen schneller erledigt ist, das Ganze. Also diese 100 mal 100 durch 100 hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können. Okay, starten wir das Ganze mal. Ich pausiere euch und wir schauen uns am Ende an, was unser Netz gelernt hat. Ja, 100% dann. Okay, 200% dann. Naja, gut. So viel dazu. Also wir hören uns gleich. Wundervoll, und da sind wir. Ich habe noch eine Kleinigkeit natürlich hier ändern müssen. Und zwar hier, diese 100 Mal müssen natürlich weg vorne dran, warum auch immer ich das so gemacht habe. Und ich habe hier natürlich noch Plot.show anhängen müssen, damit ich überhaupt den Plot sehen kann. So, was sehen wir jetzt hier? Wir haben ein Loss abgeplottet und das zeigt uns sozusagen in Prozent dann an, wie viel hier oder wie hoch unser Error ist. Okay. Warum ist der Error jetzt am Anfang natürlich so hoch und später wieder viel, viel niedriger? Das bedeutet erstmal, unser Netz lernt. Das ist doch hammergut. Das ist erstmal super gut. Jetzt, warum ist es so krass zickzackig? Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich hier die Lernrate ein bisschen zu hoch gewählt habe. Das heißt, man sollte hier das Ganze vielleicht nochmal mit 0,05 machen. Und ja, das mache ich jetzt auch tatsächlich mal und pausiere euch einfach wieder. Ich werde jetzt das hier sozusagen, nee, ich lasse das hier einfach mal im Vordergrund rumfahren und setze das hier auf 0,05 und starte dann den ganzen Prozess einfach nochmal und dann pausiere ich euch wieder und ja, ich hoffe, ich lag nicht allzu arg gerade, aber ja, bis gleich. So, was sehen wir jetzt hier? Ich habe mir in der Zwischenzeit einen Kaffee gemacht, aber wunderbar sieht man das Ganze hier am Anfang. Und zwar am Anfang, das ist jetzt der neue Plot hier. Am Anfang ist das Ganze deutlich sanfter gelaufen, hier aber deutlich steiler erstmal gefallen. Warum ist es hier steiler gefallen? Naja, weil unser Netz natürlich am Anfang schneller lernt. Das heißt, es wurde am Anfang schneller besser, aber dann hat es mehr angefangen zu zickzacken. Das hat das Netz hier erst später getan. Also hier sind die Zickzacks ja noch recht gering, aber es lernt langsamer, weil natürlich die Lernrate auch kleiner ist. Und dann fängt es aber hier unten auch hart an zu zickzacken. Das heißt, das Optimale, was man jetzt hier machen könnte, wäre die Lernrate oben drüber zu definieren. Das mache ich jetzt mal. Also ein bisschen Optimierung würde ich euch auch ganz gerne einfach gerade mal kurz zeigen. Lernrate ist gleich 0,0, wie viel hatten wir jetzt hier gesagt? 0,01 hatten wir angefangen. Ich fange jetzt hier mal mit 0,0, nein, ich mache es mal ganz hart. Wir fangen mit 0,1 an und teilen aber unsere Lernrate hier immer, wenn wir hier fertig sind. Achso, halt, stopp, die sollten wir vielleicht dann als Parameter noch mitliefern. Lernrate. So. Und wir sagen jetzt hier unten, unsere Lernrate ist im ersten Durchlauf, also ganz am Anfang ist unsere Lernrate 0,1. Und hier unten sagen wir dann immer, dass wir natürlich hier unsere Lernrate mitliefern müssen. In Train Lernrate. Genau. So, und hier drin sagen wir jetzt, unsere Lernrate halbiert sich. Das heißt, erstmal Lernrate durch, gleich Lernrate durch 2. So, was wir jetzt haben, ist im ersten Durchschnitt 0,1. Dann nach 1% haben wir 0,05. Dann haben wir 0,025. Dann haben wir 0,01 und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Lernrate sollte jetzt eigentlich... Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich habe es vorher nicht ausprobiert. Das war jetzt einfach so ein spontaner Einfall. Mal gucken.
Okay, das war wohl zu heftig. Also immer halbieren ist natürlich zu krass gewesen. Wir steigen hier direkt richtig hart runter, aber dann, ja, wir kommen nicht unter 2,7 Loss. Das ist schon ziemlich armselig. Das heißt, das ist definitiv zu wenig gewesen. Und vielleicht sind, ja, vielleicht müsste ich auch einfach mal ein bisschen mehr lernen. Also, was heißt, ich muss ein bisschen mehr lernen. Ich müsste hier vielleicht einfach mal ein bisschen, ja, die Epochen höher stellen und so weiter. Also, ich würde euch da einfach empfehlen, rumzuspielen. Ihr habt gesehen, das mache ich auch immer mal wieder. Und ja, das ist auch wirklich das A und O. Mal ausprobieren. Vielleicht einfach auch noch eine zusätzliche Schicht hier einfügen. Vielleicht hilft das auch nochmal mit. Und ja, das war's dann von meiner Seite. Ach so, ihr könnt natürlich auch die Hirnneuronen einfach ein bisschen höher stellen. Könnte auch helfen. Könnt ihr euch jetzt super gut angucken in dem Plot hier sozusagen immer und stellt hier vielleicht wirklich auf 100.000. 10.000 ist schon sehr, sehr wenig, aber ich wollte es euch zeitnah vielleicht auch noch sagen oder zeigen können und nicht immer eine Stunde warten oder sowas zwischendrin. Gut, das ist natürlich immer das Problem, wenn man neuronale Netze schreibt, dass man immer so ewig warten muss, bis man neue Ergebnisse hat. Aber gut, ja, das war's mit unserem Projekt mal wieder. Ich hoffe, das Projekt hat euch auch gefallen. Mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Ich habe da schon ein paar coole Ideen. Ich muss nur noch schauen, ob ich sie auch realisiert bekomme. Gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.